Das Thema Virusinfektion ist heutzutage in aller Munde. Trotzdem bleibt der Virenkosmos für die meisten Menschen verborgen und abstrakt. Das Institut für Virologie versorgt die gesamte Uniklinik Köln und weitere Partnereinrichtungen mit virologischer, serologischer und molekularbiologischer Diagnostik. An unserem Institut für Virologie der Uniklinik Köln führen wir zum einen die Diagnostik auf Virusinfektionen durch und zum anderen erforschen wir, wie wir uns vor Viren besser schützen können und Viruserkrankungen optimal behandeln können. An 7 Tagen in der Woche erreichen das Institut eine Vielzahl von Blutproben, Abstriche oder andere Untersuchungsmaterialien, die im Institut unmittelbar und detailliert untersucht werden. Die Proben kommen dabei unter anderem von den Kliniken und Ambulanzen der Uniklinik Köln oder vielen anderen Spezialpraxen oder Krankenhäusern in der Umgebung. Alle Aufträge werden digital erfasst. Je nach Art der Anforderung werden die Aufträge auf verschiedene Arbeitslisten, Arbeitsplätze und Analysegeräte verteilt. Mittels einer Vielzahl von molekularbiologischen Untersuchungen können dann kleinste Mengen an Viren im Blut, aber auch in anderen Materialien, wie zum Beispiel in Urin, Stuhl oder Hautproben, nachgewiesen werden. Diese Methoden werden auch für die Corona-Diagnostik mit bis zu 2000 Proben am Tag eingesetzt. Zudem werden Resistenztestungen durchgeführt sowie serologische Proben untersucht, die erkennen lassen, ob ein Patient mit einem bestimmten Virus schon einmal in Kontakt gekommen ist. Um am Ende eine genaue Diagnose stellen zu können, wenden wir verschiedene Techniken an. Zum einen, dass wir schauen, können wir Viren direkt nachweisen mit sehr sensitiven Verfahren, PCR-Verfahren zum Beispiel, da haben viele schon von gehört. Und zum anderen schauen wir auch genau ins Immunsystem und können dort sehen, hat ein Patient schon mal Kontakt zu einem bestimmten Virus gehabt oder nicht. Spezielle Patientenbefunde werden regelmäßig intern in der Dienstarztbesprechung sowie auch interdisziplinär zusammen mit Kolleginnen und Kollegen anderer Fachabteilungen, wie zum Beispiel der Infektiologie, der Hygiene und der Mikrobiologie, besprochen. Zudem bestehen nationale und internationale Forschungskooperationen. Das Nationale Referenzzentrum hat 3 Hauptaufgabengebiete. Erstens über die Routine hinausgehende Spezialdiagnostik sowie die Evaluation und Weiterentwicklung von Nachweissystemen für Papillom- und Polyomaviren. Zweitens die Herstellung und Verteilung von Materialien zur Qualitätssicherung für Laboratorien. Und drittens die Durchführung von epidemiologischen Studien in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut und auch mit anderen Partnern. Das Ziel dieser epidemiologischen Studien ist es, einen Gesamtüberblick über die Papillomvirus-Situation in der deutschen Bevölkerung zu bekommen. Ein wichtiger Forschungsschwerpunkt bei uns ist die Virusimmunität. Das heißt, wie schützt uns unsere Immunität vor Virusinfektionen? Und wir wollen hier verstehen, wie das funktioniert und wie können wir diese Mechanismen, die das Immunsystem uns mitgibt, einsetzen, um Patienten zu behandeln und mit neuen Impfstrategien auch besser schützen zu können. Die Forschungsteams bestehen aus Ärzten, Biologen und Bioinformatikern. Sie verbindet die Frage, wie Prinzipien der körpereigenen Immunantwort für die Prävention und Behandlung von Krankheiten genutzt werden können. Im Detail wird hierzu in den Forschungslaboren des Instituts für Virologie die Antikörperantwort genauer analysiert. In diesen Laboren hier isolieren wir die genetische Information aus den antikörperproduzierenden Zellen und nutzen dann diese Information, um die Antikörper im Labor nachzubauen. Die Antikörper untersuchen wir dann in unterschiedlichen Sicherheitsstufen, in unterschiedlichen Experimenten auf ihre Wirksamkeit, zum Beispiel wie sie Viren neutralisieren können. Am Institut für Virologie werden unter anderem klinische Studien mit Proben von vielen tausend Patienten durchgeführt. Besonders während der Corona-Pandemie hat ja die ganze Gesellschaft erfahren, wie stark die Einschränkungen sein können durch eine Viruserkrankung. Unser Team hier am Institut ist sehr interdisziplinär, es besteht aus medizinischen Assistentinnen, aus Biologinnen, aus Ärztinnen. Und das ist für uns entscheidend, um effektiv arbeiten zu können und die vielen Herausforderungen, die wir haben, auch
effektiv annehmen zu können.